Aber ich meine, der Titel stimmt halt auch nicht, weil sie haben es ja nicht verkauft. Naja. Naja. Okay. Okay, los. Schauen wir bei den Real-Life-Guys mal rein, meine Freunde. Hand Up Lot habe ich mir leider schon reingezogen, Leute. In unserem letzten Video haben wir euch ja gezeigt, wie der Hans hier dieses geniale Cobble-Tree gebaut hat. Geil. Sechs alte Fahrräder zusammengeschraubt, Digga. Ich find's immer noch so beeindruckend, was die Jungs auf die Beine stellen, Wahrscheinlich oder? haben wir es dem Sammeln. Die Real Life Guys sind wirklich deutsche Finn Kliman. Der Finn Kliman ist auch deutsch, Riefi. Halt deine Fresse. Denk doch mal bitte nach, Junge. Auch jetzt schon übergeben, wenn ihr das Video seht. Ja, wir bauen es jetzt erstmal weiter. Genau, und zwar hat ja bisher nur die eine Seite funktioniert, beziehungsweise soweit habt ihr es jetzt schon gesehen. Ich habe jetzt die andere Seite auch noch umgebaut und jetzt können wir das ganze Ding endlich mal auf den Boden stellen und testen, ob es funktioniert. So, jetzt kommt gleich der große Moment, wenn wir das mal richtig auf dem Boden testen können. Aber vorher machen wir jetzt noch einen kurzen Test, wo die Beine in der Luft hängen, mit beiden Seiten. Das funktioniert wirklich, das ist hohe Ingenieurskunst, wirklich. Das ist nicht irgendein Brett mit Reifen drunter, das ist wirklich... Krass! Ja, das läuft doch ganz Also gut. wirklich. Das ist schon crazy. Ich lasse das runter. Oh oh. Das wiegt ja auch sicherlich einiges, ne? Ja, ist ja massiver Stahl halt. Also Stahlrohre zumindest. Also ich mache den ersten Test jetzt mal ohne Badewanne, weil ich irgendwie hier drinnen laufen muss, damit ich diese Dinger hier festhalten kann. Und wenn das klappt, dann machen wir die Badewanne rein und setzen uns rein. Krass. Als ob das jetzt wirklich funktioniert, ehrlich. Okay. Was? Das hält dich sogar die Waage oben, das ist insane. Die Person, nein. Man hätte vielleicht noch Standfüße bauen können, oder? Wie krass, Digga. Hat den Hub zerstört. Die Kette ist runtergeflogen, aber das sah ja schon mal richtig krass aus. Das ist ich will es mal von außen sehen, wie das aussieht. Der erste Test in unserem Hof war ja schon mal gar nicht so schlecht. Wir sind jetzt hier auf dem Feld und man hätte halt Schuhe oder sowas drunter setzen können. Ich glaube, es wird kritisch, aber ich bin sehr gespannt, ob es funktioniert. Die Steuerung ist jetzt auch noch nicht ganz so, wie es am Ende sein soll. Mhm. Das machen wir dann mit Samuel Koch zusammen, aber jetzt für den Anfang soll es reichen. Krass. Also es hält auf jeden Fall schon mal. So eine Badewanne wiegt ja auch ein bisschen was, ne? Und Action! Digga, das ist... Also, kennt ihr den Film Wild Wild West? Da hat er auch so ein Spinnending. Hier, das hier. Warte mal. Wild West. Das hier. Hier. Also natürlich nicht... Ne? Das ist bei den Real Life Guys natürlich krasser, aber trotzdem insane. Junge, wie krass. Wie sieht's da mit Steigungen und sowas aus? Das ist schwierig, ne? Ja, mit Will Smith, genau. Ey, die Jungs werden jetzt direkt vom US-Militär eingekauft. Ich sag's euch. Krass, das rutscht nicht weg, ne? Das geht einfach durch die Pfützen durch. Okay, das funktioniert doch jetzt echt schon mal ganz gut. Wir machen im nächsten Video dann Wie kann man lenken? Einen Geländetest. Und das Ganze soll noch ein Amphibienfahrzeug werden, also lasst euch mal überraschen. Lackiert werden muss es natürlich auch, die Farbe darf sich Wie kann man dann lenken, indem man auf der einen Seite schneller läuft, ne? Müsst ihr dann, ja, müsst ihr eigentlich, oder? Die Szene daraus schneiden wir euch jetzt hier mal rein. So, Männer, schön, dass ihr auch da seid. Cool, dass wir da sein dürfen. Dankeschön. Ist euch auch so ein bisschen frisch? Vielleicht spüren Sie es zu Hause auch, dass es schon ein sehr besonderer Abend ist. Und vielleicht gab es bei Ihnen zu Hause auch schon Geschenke. Ja. Ich weiß, wie Kinder sich drauf freuen. Ja, ja, ich habe auch bekommen. Ich mich auch drauf freue. Aber ich glaube, auch jetzt ist ein guter Zeitpunkt, Geschenke zu vergeben. Mhm, okay.
Und ich habe es ja vorhin schon angedeutet, Chris, wir Simon, haben noch Dankeschön. So ein, zwei Überraschungen für Sie, vielleicht für auch anwesende Personen. Und der Philipp ist jetzt gerade schon bei mir. Aber das kann ja nicht und auf die Bühne laufen, grad, oder? Ob der Samuel auch schon in der Nähe ist. Ja, der Samuel ist in der Nähe. Und lieber Samuel, ich sage jetzt gar nicht so viel. Philipp, vielleicht sagst du einfach was dazu. Es geht ja um ein Geschenk. Ja, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Wir haben hier ein ganz besonderes Geschenk für dich vorbereitet. Du machst ja immer so viel Witze, wenn du bei uns dabei bist. Und letztes Mal, als wir das Tiny House gebaut haben, hat Samuel irgendwie gemeint, er will uns Beine machen und ist immer im Rollstuhl hinter uns hergefahren. Und da haben wir gedacht, ey, wir machen dem Samuel jetzt mal Beine. Und wir haben natürlich eine Badewanne verwendet, weil wir ja alles aus Badewannen bauen. Und von daher bekommst du heute von uns Imagine, die bauen die eine Badewanne aus einer Badewanne geschenkt. Im Moment ist sie noch auf Rollen. So, der Hannes ist da unten und wird die jetzt mal enthüllen. Also laufende Badewanne bedeutet was? Wer kann das ist da einfach nur verrückt. Hier kann sich jetzt Samuel reinsetzen und dann tatsächlich mit dieser Badewanne laufen. Wow. Chillig. Imagine, du rennst damit über den Alexanderplatz. Sondern dieses ganze, die ganze nächste Zeit, die wir zusammen verbringen werden. Ja, die reden jetzt hier noch ein bisschen drüber. Checkt das euch gerne auch mal aus, meine Freunde. Ganz, ganz, ganz krasses Video mal wieder, Jungs. Ich bin gespannt, wenn das Ding fertig ist, Alter. Big, big Respekt. Will Smith wäre stolz auf euch.